Playshop.pl Rima Group. PL ist ein polnisches Spiel. Pony World 3. Und damit herzlich willkommen, meine Lieben, zu Pony World 3. Gucken wir nochmal, was haben wir. Boah, sieht das krass aus. Krasse Settings hier. Sound und Musik, so ein bisschen so. So, ja. Language. Wir können es auf Englisch oder auf Polnisch spielen. Ingame-GUI, ich mache sie mal blau, weil ich ein Kerl bin. Deswegen stehe ich ja natürlich nicht auf Pink, sondern ich will das als blau haben. Hier kann man Profile ändern. No Profiles. Na gut, alles klar. Also, das ist ein Pony. Es sieht geil aus. Das sieht richtig süß aus eigentlich. Und deswegen spielen wir jetzt Pony World 3 auf Englisch. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ansonsten versuche ich, die Sachen, die für euch vielleicht etwas schwierig sein könnten, zu übersetzen. Aber auch für jeden jetzt eine kleine Englischübung, oder? Nehmt es mal als Übung. Vielleicht ist es ja gar nicht so wild. Und wir starten a new game. Enter your profile name here. Ja, das ist Peggy. Oh Gott, ja, das sieht ja schon aus wie unser Pony-Name. Ach ja, ist es ein Mädchen oder ein Junge? Es macht äußerlich kaum einen Unterschied. Naja, wobei doch, guck mal hier. Ist schon dezent weiblicher, ne? Occupation. Oh. Ja, das ist... Wir können unseren Beruf auswählen. Also irgendwie Verkäufer, Friseur oder Koch. Geil, ich will Friseur werden. Männlich dann natürlich. So, Peggy, mein Pony heißt... wie heißt denn das? Das Friseur-Pony Peggy. Wir nennen es einfach mal Pecorino. Pecorino. Ja, Friseur, geil, oder? Was ist das? Ah, da kann ich weitermachen. Warte, was geht's da noch zurück? Kann ich da noch irgendwas anderes einstellen? Ja, geilo Milo. Das ist die... Wow. Wow, okay, alles klar. Da ändern wir die Hautfarbe. Ich will so ein türkises haben. Oder will ich das wirklich? Ich weiß nicht. Aber da müssen die Haare pink werden. Nee, nicht so rot. Oder so lilan. So. So, ne? So. Der Schweif auch. Jawohl, Satteldecke. Nee, die rote war schon gut. Die Brille ist ja der Hammer. Ist es. Sehr geil. Okay, warte mal. Da haben wir hier so einen Stern auf dem Popo. Die machen wir mal weg. Ich bin ein Reinhäuter. Die Brille ist der Hammer. Die brauche ich auf jeden Fall. Nein, die sind natürlich noch viel fancier. Sehr gut. Sehr schön. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, und die nehmen wir natürlich in derselben Farbe wie unser Haar. Kann ich das Haar eigentlich mal ändern? Nee, ne? Das ist einfach die eine und dieselbe Mähne. Geil. Geil, geil, geil. Okay. Das Pony. Ja, wir spielen schon mal das Tutorial. Build Stable Shower. Ich kann alles bauen. Game Mode for Beginners. Ah, da kann man als Single trefft 10 Ponys, finde einen Freund, finde einen Partner, wird verheiratet, kriegt ein Kind und 10 Kind groß. Get a Baby, Raise a Baby. Ah, okay. War Sports Champion, win a Golden Memory. Ah, so, win a Gold. Ah, da müssen wir die ganzen Spiele richtig gut bekommen. Was ist das? Forest Lake? Oh, da gibt es 3 Karten. River. Wir nehmen mal Lake, oder? Free to play. Without a set of goal. Ah, da kann man einfach die Welt, das ist so für alle. Wir machen mal das Tutorial. Und dann danach vielleicht so ein Free-to-Play. Oder ihr könnt euch aussuchen. Also Tutorial und dann hier Single. Vielleicht mache ich dann eine Umfrage hier mit. Ich mache eine Umfrage mit ins Video. Also da kann man das Single-Leben spielen von dem Pony, ne? Da kann man das Pärchen-Leben spielen. Sports-Champion, ne? Man kann alles machen. Millionär. Geld ist mein Ziel. Ich muss befördert werden bei der Arbeit. Ich muss mehr als 500.000 Money Geld verdienen. Und ich muss 50 ausgeben, um meine Farm zu dekorieren. Oh Gott, ich habe jetzt schon Bock drauf. Und beim freien Spiel kann ich einfach machen, was ich will. Ich denke, das wird es wahrscheinlich, oder? Ein freies Spiel. Aber jetzt checken wir erstmal das Tutorial ab, damit ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Ja, und da lädt es auch ganz schön. Oh, das ist mein Pony. Das ist ja süß. Welcome to your farm. Das ist where you start. Also hier fangen wir an und hier entdecken wir die Welt der Ponys. Also... die Seite, wie das hier aussieht, die Farm, das hängt von mir ab, denn alles, was ich baue, wird von mir selber gebaut werden. Also ich habe meinen ersten Stall kann ich selber bauen. Alles, alle Wiege und Decorations und sowas und Pflanzen kann ich alles selber machen. Ich kann auch Früchte anbauen und Gemüse anbauen, also Obst und Gemüse. Und ich muss auch eine Dings bauen, hier eine Shower, eine Dusche, die...
Ach so. Ah, sonst kann ich meine Ponys nicht pflegen. Okay, alles klar. Also ich brauche auf jeden Fall auch Reinigungsdings, hier, wie heißt denn das? Sanitäre Anlagen. Linke Mausbutton, okay, rechte Hold, Click and Hold and the Pony will follow the cursor. By clicking, okay, bei Spiel zu der Maus. Jetzt links kann ich hier hinlaufen und rechts kann ich hier so drehen, ne? Da kann ich die Kamera so verändern. Mann, sieht das lustig aus. Und da kann ich die Kamera zoomen. Ach, das ist ja irgendwie, ist das schon richtig cute. Das ist also Lake. Ach, und das Ganze, der ganze Bereich hier, den kann ich bebauen mit Sachen für mich. Wie toll ist das bitte? Wie toll, oder? Ich find's schon sehr toll. Findet ihr es auch so toll? Ich find's ganz fantastisch, finde ich. Ich find's wirklich fantastisch. So, okay. Also, wir bauen uns mal hier hinten an, oder? Da ist da oben von... Da ist das Portal. Ja, dann würde ich mal sagen, wir bauen mal alle großen Sachen hier neben den See. Und dann können wir wieder was so Richtung Portal bauen, ne? Wo geht's da hinten hin? Ach, das ist nur so ein Eck. Oder wir bauen uns hier ins Eck hinein und dann nähern wir uns immer so dem See an. Was kann ich denn überhaupt bauen? Baumodus. Rotate, bla bla, genau dasselbe. Ja, da kann ich Sachen kaputt machen, Sachen aufbauen und mir die Kategorie aussuchen. Aha. Dann wird Dekoration offenbar, Blumen, Fenster, da kann ich Gebäude bauen. Wow. Okay, kostet das alles Geld wahrscheinlich, ja. Okay, da kann ich verschiedene Objekte bauen. Ich kann nicht bauen, wenn ich nicht genug Geld habe. Ja, das ist klar. Aha. Und ich kann sie unterschiedlich einfärben. So, das ist ja jetzt schon hammermäßig. Was ist das? Ein Haus für ein Pferd. Oh! Oh, guck mal, da fange ich mit dem Standard an, ja? Geht hoch bis zu luxuriös. Also ich baue hier quasi eine Pferdestadt. Das ist auch luxuriös, aha. Das ist für zwei Pferdchen. Wie kann ich es drehen? Kann ich das auch irgendwie drehen? Ah nein, ich wollte das nicht. Nochmal einreißen. Oh, da kriege ich aber nicht viel zurück. Krass, das ist ja nicht geil. Oh mein Gott, was hat mich das jetzt gekostet? Warte mal, was hat das jetzt gekostet? Was hat das jetzt gekostet? Da steht da gar nicht, was das kostet. Das ist ja bitter. Dann vier Häuser, ein vier Pferdehaus. Aha, also da baue ich anscheinend hier das Dorf irgendwie. Und da baue ich Wege. Ich kann aber hier offenbar... Das sind nur Häuser. Ich dachte, ich kann auch eine Farm bauen oder so ein Kram. Ah, hier sind so... Da ist die Dusche. Ah, okay, eine Windmühle. Das sind so Produktionsgebäude. Gut, wir fangen jetzt mal... Wo fangen wir denn an? Warte mal, hier ist der Eingang, ne? Nee, wo ist der Eingang? Da vorne. Da vorne ist der Eingang. Da gehen wir irgendwie in die Welt hinaus. Okay, dann fange ich mal hier links an. Hier links... da ist ein Haus. Das ist mein Haus. Hier. So, okay. Für uns. Und zwar bauen wir ein normales. Nicht luxuriös, sondern so ein Standard, oder? Ich würde das gern drehen können. So, Rotation. Genau, 90 Grad. Hier. So, und zwar kommt das Haus hier so an on the wall. Nee, nicht ganz. Das kommt hier so hin. Und davor kriegen wir einen kleinen Kräutergarten. So. 3500 hat es gekostet. Das ist der Weg. Aha. Ja, dann müssen wir schauen, dass wir das hier irgendwie hinbekommen. Und hier kann ich dann Zäune bauen. Die sind ja aber auch schick. Zäune und Mauern. Da kann ich Blumendekoration bauen. Aha. Und hier habe ich so andere Dekorationssachen. Wie hier in den Brunnen und so weiter. Ne? Geil. Richtig geil. So, wir brauchen auf jeden Fall... Warte mal, das blende ich mal aus. Das brauche ich nicht mehr. Hier, kann ich nicht? Warum ist das rot? Karottenfeld. Hier so ein Kürbisfeld. Komm, wir bauen hier mal ein Kürbisfeld. Oder kann ich das nur... Kann ich schon überall hinbauen, oder? So, daneben. Okay, und daneben bauen wir noch ein Karottenfeld. Ich muss mir hier noch ein bisschen Karotten anbauen können. Ja, das ist schon wichtig für mich. Ah, und die Dusche, genau. Und ein Brunnen. Meine hygienische Dusche, die baue ich mal. Vielleicht, dass mehrere Pferde hier dann rein können. Soll ich mal hier so einen Duschplatz bauen in der Mitte? Ja, oder ich mache den Duschplatz hier so. Nee, wir machen den hier so zentral.
Da können dann vielleicht noch mehrere Pferde hin zum Duschen. Okay, und da neben dem Duschplatz kommt auch, was sind das? Ah, eine Brotproduktion, da brauchen wir eine Windmühle, also eine Bäckerei quasi. Hier, den Brunnen, warte mal, wo kommt denn der Brunnen hin? Der kommt da, oder? Nee. Wo machen wir den Brunnen hin? Hier so. Ja, Katze, ich hab dein Spielzeug nicht. So. Ach so, okay. Gut, wir nehmen mal die normalen braunen Dingenskirchen hier, oder? So, hier geht das dann so raus. Und dann geht das hier so zum Brunnen vor, ja? Ist das... Kann man das machen? Jetzt habe ich kein Geld mehr. Doch. Aha. Aha. Ist das jetzt schon... Ach so. Okay, ja, und was ist hiermit? Kann ich da jetzt Blumen davor bauen oder muss ich da jetzt, brauche ich einen Weg dahin? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Komm, wir werden es mal gleich auschecken. Hier baue ich mal, ich baue mal einen Baum. Na, Rosen, ein Rosenbusch. Okay, dann baue ich trotzdem den Weg nochmal hier vorsichtshalber rüber. Ich weiß ja nicht, ob ich einen Weg hier direkt zu meinen Kornanbau-Dings brauche hier. Wir werden es gleich rausfinden. Okay, gut, also. Komm, lass uns mal dorthin gehen. Schauen, was ich hier machen kann. Achievements. Ah ja, okay, da kann ich Sachen freischalten. Okay. Und da kann ich Sachen spielen. Das ist mein Haus. Ah ja, das ist meine Achievements-Anzeige, wo ich schon was freigespielt habe. Wie geht das wieder weg? Da. Okay. Nein, ich, ja, es passt schon. So. Oh, es wird dunkel offenbar. Go to sleep. Wir gehen mal schlafen. Es ist schon spät und so. Und wir waren fleißig, wir haben schon ein Haus gebaut und so ein Kram. Und unser Pecorino braucht wieder ein bisschen Energie. Oh, aber auch Essen. Oh, jetzt bin ich mitten in der Nacht aufgewacht. Gut, wir brauchen irgendwie Essen. Was ist das hier? Das ist alles, was ich dabei habe in meinem Rucksack. Ich habe nichts dabei. Kein Essen, kein Spielzeug, keine Geschenke und nichts für die Hygiene. Was ist das? Das ist unsere Zeitung. Mal schauen, was abgeht. News, today will be another football match. Oh, heute ist ein Fußballmatch. Oder halt eben American Football, ich weiß nicht. Aber ich denke mal, das englischsprachige ist, es ist Soccer. Also Fußball. Ein Feuer startet in der Stadt. Oh. Das Löschen war erfolgreich. Sehr gut. Oh nein. Ein neues Pony wurde geboren. Was ist das? Und das Wetter. Name Day. Das ist totally Adam, Eva, Tomorrow, Arthur, Lily. Aha. Was läuft denn im Kino? Deadly Hoof. Für 90 Geld. Gone with the Pony. Godfather Pony. The Magnificent Seven Ponies. Okay, alles klar. Pony Valley. Und Dirty Pony. Ja, da bin ich ja gespannt. Was gibt's im Shop? Jobs, guck mal, ich kann im Shop arbeiten, im Beauty Salon als Junior Hairdresser, also als Junior Friseur. Ich kann auch als Händler arbeiten und als Bedienung. Aber ich wollte ja... Jetzt haben sich die Jobs geändert. Guck mal, krass. Im Restaurant kann ich immer noch als Koch arbeiten. Und in der Schule kann ich als Lehrer arbeiten. Money per Hour 50. Und als beim Zirkus kann ich als Pflege arbeiten. Geil. Okay, wir checken das mal ab, oder? Wir gehen mal, sollen wir mal in die Stadt gehen, in die City? Komm, wir gehen mal in die City mit unserem Pony hier. Und dann müssen wir mal abpeilen, was wir so machen können. Und wohin das jetzt führt. Und wir sind ja immer noch im Tutorial, aber damit wir das ein bisschen lernen hier. Okay, ich kann mich teleportieren, alles klar. Wo wollen wir denn hin? Ja? Ich weiß es noch nicht. Ah, willkommen in der Stadt. Oh, da sind andere Ponys, komm mal, hi. You can become familiar to each pony you meet. Ah, ich kann mich also mit den anderen anfreunden. Wir sprechen mit ihm. Hallo. Ich erzähle mal einen Witz. Hey, na, das war echt lustig. Ja, kommt ein Pferd in die Bar, sagt der Barkeeper, warum so ein langes Gesicht? Das ist Fred. Ich mache mal ein Kompliment. Ah, oh, du bist echt ein richtig hübsches grünes Pony, du. Fred, das ist richtig, richtig grün bist du. Ich habe gerade ein Haus gebaut, Fred. Wie weißt du dann, ich habe so ein Haus jetzt. Tschüss. Gut, Fred geht weiter, aber wir sind auf jeden Fall beste Freunde geworden. Wer ist denn da? Da sind ja ganz viele Ponys. Hallo, Seren. Seren, hallo, Seren. Okay, warte mal. Ich kann mit den anderen auch spielen. Ich spreche mit Seren. Hallo. Hey, kennst du den schon? Komm, Pferd in der Bar. Sagt der Barkeeper, warum so langes Gesicht? Ja, den kenn ich schon. Den hast du vorhin schon erzählt, dem anderen da. Ah. Aber du siehst richtig hübsch aus. Du bist auch ein richtig hübsch grünes Komplimentenpferd, Seren.
Und lästern, das will ich aber nicht. Über Kinder reden, über Hobbys reden, über Ponys reden. Ja, komm, wir reden mal. Hast du hier die ganzen Ponys gesehen? Da laufen ja voll viele Ponys rum. Übrigens, mein Lieber, habe ich ein Haus. Ja, weißt du, Seherin, ein richtiges Haus. Da kann ich drin wohnen und so. Hast du auch ein Haus? Ach ja, ich habe gar keine Arbeit. Ich bin arbeitslos. Oh, oh nein, das war minus. Ach Gott, minus 12, über die Arbeit zu reden. Ah, latest Trends. Oh nein, kennst du dich aus mit den latest Trends? Nein, minus. Oh mein Gott. Der Seherin hasst mich. Ach, verdammt. Ich brauche was zu essen. Wo kriege ich denn hier was zu beißen? Hallo. Wo gibt's denn hier das Ruby? Ah, da vorne. Da vorne ist anscheinend irgendwie irgendwas. Was ist das? Ein Kaffee. Wie schön. Kann ich mir da was zum Beißen kaufen? Ich würde da gerne rein. So. Ah, das hat jetzt geschlossen. Ach so. Ja, das ist natürlich schlecht. Und da kann ich auch nur arbeiten. Ich hätte halt jetzt gerne irgendwie was zu essen gekauft. Vielleicht bin ich einfach zur falschen Uhrzeit hier unterwegs. Was ist das für ein Haus? Was geht hier ab? Oh, das ist der Burgerladen, das Restaurante. Hat das offen? Hallo. Ah, okay, ich kann kaufen und so, aber ich kann doch arbeiten. Job available, Chef. Ja, hat auch nicht offen. Wo ist denn die Uhrzeit eigentlich? Ach so, es ist 3.18 Uhr am Morgen. Hier ist aber viel los dafür, dass es mitten in der Nacht ist, meine lieben Pony-Freunde. Aber Arbeit finden oder sowas kann ich um diese Zeit nicht, weil alles geschlossen hat. Aber ist ja geil, kann ich mir die ganze Stadt so richtig cool angucken. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder nach Hause, oder? Und dann schläfst du nochmal eine Runde, Pecorino. Und irgendwie müssen wir vielleicht mal was zu essen anpflanzen, weil sonst verhungerst du mir hier. Das finde ich jetzt persönlich nicht so geil. Nicht ganz so geil, finde ich das. Ein bisschen vielleicht, aber nicht so wirklich. Nein, eigentlich nicht. Boah, guck mal, hier kann ich das ganze Ding vollballern. Das ist ja, da kann ich ja eine Konkurrenzstadt eröffnen. Dann gehen die alle zu mir in die Stadt und nicht da drüben in die lame City. Guck mal, ich geh mal duschen. Oder was kann ich hier machen? Hier, geh mal da rein. Nee, komm, du musst mal da hier durch. Take a shower. Ah, das hat jetzt gedauert. Das ist schon fast morgen. Kümmere dich mal um deine Beete. Oh, die Steuerung ist ein bisschen frickelig, was das angeht. So. Nothing to pick up. Ah. Das muss erst wachsen, oder? Ich muss erst... warten. So, um 6 Uhr stehen wir auf. Ne, das frühe Pferd fängt den Wurm und dann gehen wir in die Stadt shoppen. Und das, meine lieben Freunde, seht ihr in der nächsten Folge, ne? Wenn es wieder heißt Pony World 3. Bis dann. Macht es gut und tschüss.